Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Arine Diva, ich grüße dich, das ist dein Video und du möchtest wissen, was kommt Monat April auf dich zu? Und das schauen wir an bei dieser Legung. Die ersten Karten haben immer eine größere Bedeutung. Oft beschreibt sogar die Monatsthemen. Die allererste Karte ist dieser Fuchs und das ist immer eine Warnung. Das betrifft gar nicht unbedingt dich, sondern dein Herzensmann, weil er erscheint neben diesem Fuchs. Und das kann bedeuten, dass er falsche Entscheidungen trifft oder er verhält sich komisch, aber kann natürlich auch aussagen, dass in seiner Umgebung sind Falschheiten, Lügen und Intrigen. Und das erschwert seine Situation. Er spricht nicht darüber. Er ist sehr zurückhaltend und fühlt sich gefangen, wie dieser Turm das darstellt und sucht eine Lösung, einen Ausweg. Aber sein Blick ist dieser Baum, das ist sein Wunsch, angekommen zu sein, verwurzelt zu sein. Natürlich kann auch sein Wurzel bedeuten, sein Verwandten. Und dann kommt diese Wolke, die Unklarheiten und alles ist undurchschaubar. Nicht nur, was seinen Platz betrifft oder seine Herkunft betrifft, sondern auch, was seine Arbeit betrifft. Weil erscheint auch der Anker und das bedeutet auch verwurzelt zu sein, verankert zu sein, aber Anker symbolisiert auch Beruf und Berufung. Es ist sogar möglich, dass er zurzeit keine Arbeit hat, aber er lässt es nicht zu, dass du weißt, was er plant, weil das wäre die Karte oberhalb von ihm, seine Pläne oder Gedanken, aber er erscheint in die erste Reihe und überhalb von ihm gibt es keine Karten und genau das ist diese geheimnisvolle Haltung von ihm und weil er so verschlossen ist oder fühlt sich in die Enge und ist auch kraftlos und hat Sorgen und Probleme, das ist dieses falsche Verhalten. Weil das wäre viel, viel besser, sich zu öffnen, darüber zu sprechen, dann kannst du ihn verstehen oder vielleicht wäre das für ihn auch eine Lösung. Aber wird auch die Zeit kommen, wo er zum Bewegung kommt, da verändert sich etwas, das zeigen die Störchen. Er verabschiedet von diesem Turm, was ihn gefangen hält. Und dann kommt wieder die Verbindung. Dieser Brief zeigt eine Nachricht, der Ring, die Verbindung, aber auch etwas Wiederkehrendes. Er kommt wieder, er wiederkehrt sich in dein Leben und da kannst du sicher sein. Das zeigt diese Schlüssel, weil das symbolisiert Selbstsicherheit. Und dann öffnet sich diese Tür. Und bedeutet auch ein Neuanfang, was das Kind symbolisiert. Und das hat einen großen Einfluss auf dein Schicksal, was dieses Kreuz bedeutet. Wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich, er kehrt wieder zurück, kommt diese Begegnung, aber in deiner Umgebung wird auch Neuigkeiten da sein. Und das ist eine schöne Freundschaft. Der Hund und dieser Reiter zeigt eine freundschaftliche Verbindung zu jemand. Das ist ein anderer Mann und nähert sich zu dir.
zum Haus, das symbolisiert deine Wohnsituation, symbolisiert deine vertraute Umgebung. Was das noch bedeuten kann, ein Haus im Süden, was entspricht auch dein Traum. Und eine männliche Person, ein guter Freund, hilft dabei. Du kommst zum Kontakten, zum Gesprächen. Das, was diese Vögel symbolisiert, weil das bedeutet Gesprächen. Und das bringt dir auch Glück, zeigt dieser Glücksklee oben rechts. Und so kannst du etwas in Bewegung setzen, dein Traum verwirklichen. Was vor dir liegt, das ist das Herz und der Sternenhimmel. Glück in die Liebe. Bedeutet auch, es ist alles im Sternen geschrieben. Es ist kein Zufall. Und es ist alles schon im Weg. Zeigen die Wege unten links. Das kann allerdings bis Monat Mai dauern, weil dieser Blumenstrauß ist eine Zeitkarte und bedeutet Monat Mai. Wobei dieser Blumenstrauß heißt auch eine angenehme Überraschung oder ein Geschenk, eine Einladung und das betrifft dein Liebesleben und damit wirst du auch Glück haben. Dieser Berg zeigt Schwierigkeiten und Probleme. Ich würde sagen, das trifft gar nicht dich persönlich, sondern das beschreibt seine Lebenssituation. Aber unterhalb von diesem Berg erscheint die Sense und trennt diese Schwierigkeiten. Das geht zum Ende. Das Buch bedeutet, dass er verheimlicht das vor dir. Er will nicht sagen, dass ihm nicht gut geht. Das spürst du aber. Es wird eine Veränderung da sein, was die Störchen zeigen, und er kommt wieder. Das habe ich gesagt, dass eine Nachricht ist zum Erwarten und der Ring bedeutet, er wiederkehrt sich in dein Leben, öffnet sich dieses Tor, was dieser Schlüssel symbolisiert und all das bestätigt auch der Schiff, diese Reise. Diese Reise natürlich kann diese Fahrt bedeuten, dass er kommt, aber symbolisiert auch eine Seelenreise. Außerdem Schiff bedeutet auch die Hoffnung. Und neben diesem Schiff ist der Mond, beschreibt deinen Gefühlen, auch die Seele, eine Seelenreise, eine seelische Verbindung zwischen euch beide, was die Fischen auch symbolisieren können, die inneren Werten. Und diese Verbindung habt ihr und das ist stabil und das ist diese tiefe Liebe, was vor dir liegt. Und der Mond bedeutet auch Empfängnis. Du wirst diese Liebe nochmal empfangen. Was bei dir noch ändert und du befindest dich in dieser Wandlung, das, was hinter dir liegt, was du gerade nicht anschauen möchtest. Aber du kannst es umdrehen und in die Richtung mal schauen. Diese Schlange heißt eine Wandlung, ein Prozess, Transformation, die Erneuerungsprozesse. Und all das, was dir wehgetan hat, was diese Route symbolisiert, entfernen die Mäuse. Und dann ist es Vergangenheit. Und der Sarg kann auch diese Leid beenden. Oder Sarg bedeutet auch etwas Altes kehrt wieder zurück. Und die Lilien am Ende dieses Kartenblatt zeigt, hier klärt sich etwas auf. Bereinigt sich etwas. Was dieser Sarg und die Fische noch symbolisieren können, eventuell eine erbschaftliche Situation. Aber das Haus steht auch in die gleiche Reihe und das im Süden, wie diese Sonne das zeigt, das kann ein Immobilien sein, ein älteres Haus im Süden, wovon du auch träumst. Und du kannst diesen Traum verwirklichen. Du wirst auch diese Kontakte haben, genauso wie du das auch planst. Oberhalb von dir sind die Karten,
was auch ein Hinweis ist für diese Verbindungen. Die Fischen symbolisieren nicht nur die inneren Werte oder eine seelische Verbindung, besonders wenn neben der Mond befindet, sondern die Fischen ist eine Karte, was die Finanzen auch symbolisiert. Das ist die Geldkarte. Und oberhalb von diesem Geldkarte erscheint das Brief. Das kann eine Rechnung sein oder Bescheid sein oder Kontakt sein, wie zum Beispiel deine Pläne zum Verwirklichen, dieses Haus zum Finanzieren. Und du kommst zu diesem Vertrag. Und oberhalb von diesem Vertrag erscheint der Anker. Das kann die Beruf oder Berufung sein. Das hat auf ihn auch einen Einfluss, ein neuer Arbeitsvertrag zum Beispiel. Und bei dir könnte bedeuten, dass du suchst einen Platz in dein Leben, wo du verankert, verwurzelt fühlst, und das möchtest du organisieren. Und das gelingt dir auch. Und die Störche symbolisieren für dich auch diese Veränderung. Störche bedeuten oft auch ein Umzug. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat April, erscheint in die erste Reihe des Bildes. Bei ihm liegt diese Falschheit. Damit möchte ich nicht sagen, dass er falsch ist. Er trifft vielleicht falsche Entscheidungen oder hat er falsche Gedanken, wie zum Beispiel, mir klappt's eh nichts. Aber das schwächt ihm, diese Position schwächt ihm regelrecht. Natürlich kann das auch bedeuten, dass falsche Personen in seiner Umgebung sind. Er sucht Sicherheit, Stabilität und Halt im Leben. Aber für ihn ist es alles momentan undurchschaubar. Und das hat auch mit seiner Arbeit was zu tun. Und das ist alles in die Schwebe. Könnte sogar sein, er ist gerade arbeitslos und sucht etwas Neues, was das Kind symbolisiert. Was für dich persönlich bedeuten diese Karten? Du spürst, dass ihm nicht gut geht, aber du kannst nichts tun. Deine Hände sind gebunden, weil er das gar nicht annimmt momentan. Er will nicht zeigen, dass er versagt hat. Und das, was ihm betrifft, das ist etwas Unangenehmes, weil du kannst ihm nicht helfen momentan. Und er braucht eine Lösung. Aber was dich noch erwartet, das sind die Neuigkeiten, zeigt das Kind. Und das hat einen Einfluss auf dein Schicksal, zeigt dieses Kreuz. Aber dieses Kreuz bedeutet auch Neuorientierung. Und du wirst auch umdenken oder hast du neue Kontakte und Gespräche, was die Vögel symbolisieren. Und diese Nachricht bringt dir Glück, zeigt diese Glücksklee. Das Kind bedeutet natürlich auch deinen Kindern schöne Gespräche. Und das ist schon erfreulich, auch sehr lebendig. Zweite Woche, Monat April. Dieser Berg zeigt Schwierigkeiten und Probleme. Dieses Bär ist wie gefangen zwischen diesem Turm und Berg. Dieser Turm symbolisiert die Einschränkungen oder eine rechtliche Lage. Und der Berg, die Probleme und Schwierigkeiten, geht nichts voran. Das betrifft aber seine Lebenssituation gerade. Und das raubt Kraft. Er ist gerade kraftlos, unbeweglich. Kann natürlich auch diese Corona-Krise auch sein, diese Einschränkungen. Aber eine Veränderung kommt, zeigen die Störchen, nicht nur bei dir, sondern bei ihm auch. Es kommt eine Verbesserung.
und dieser Brief bedeutet ein Nachricht oder ein Vertrag, trifft dich auch, aber ihm auch und er kehrt wieder zurück. Du kannst mit einer Nachricht rechnen. Diese Tür öffnet sich, sei selbstsicher, nimm diese Schlüssel in Hand und stärke dein Glauben. Außer ihm gibt es noch einen zweiten Mann auch, das ist dieser Reiter und eine freundschaftliche Verbindung. Dieser Mann hilft dir. Es ist vielleicht noch nicht dieser Kontakt oder diese Klarheit, wie kann dieser Mann dir weiterhelfen, das zieht sich bis Sommermonaten. Aber er hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation oder dieser Mann befindet sich in deiner vertrauten Umgebung und du kannst auf ihn vertrauen. Eine schöne Freundschaft. Dritte Woche, Monat April. Die Schwierigkeiten, die Probleme trennt diese Sense. Aber er verhält sich immer noch zurückhaltend, geheimnisvoll, zeigt dieses Buch. Er befindet sich mit großer Wahrscheinlichkeit im Ausland und er kann nicht weg, er kann nicht reisen wegen dieser Einschränkungen, zeigt dieses Schiff. Aber mit der Zeit ändert sich etwas, zeigen die Störche diese Veränderung und du wirst ihn und auch diese Liebe empfangen, zeigt der Mond. Ihr habt eine schöne seelische Verbindung zueinander, eine tiefe Liebe und du wirst diese Liebe empfangen. Was beendet ist, alten Kontakten oder dieser Veränderungsprozess, dieser Erneuerungsprozess zeigt diese Sarg. All das, was dich bis jetzt auch verletzt hat, geht zum Ende. Der Sarg bedeutet aber auch etwas Altes. Das kann natürlich Antiquität sein oder ein altes Haus, was du auch liebst. Und das kommt im Vordergrund, zeigt die Sonne und der Park, die Öffentlichkeit. Und das kann auch bedeuten, dass du anfängst, ein Immobilien zu suchen, vielleicht durch die Internet. Und letzte Woche, Monat April. Du stehst hier im Mittelpunkt. Was dich erwartet, das liegt direkt vor dir. Und das ist das Herz, ein Herzensangelegenheit. Natürlich in erster Linie betrifft die Liebe Partnerschaft, aber bedeutet alles, was du liebst. Die Sternenhimmel zeigen auch die Spiritualität, die Blumenstrauß, die Kreativität. Aber trotzdem bedeutet dieses Herz in erster Linie die Liebe Partnerschaft. Und das ist im Sternen geschrieben, bringt dir auch Glück, zeigt die Sternenhimmel. Und dieser Blumenstrauß ist auch Glück, aber auch eine angenehme Überraschung. Was dieser Blumenstrauß noch bedeutet, deine Kreativität und deine Schönheit. Und das wird wahrgenommen. Und in diesem Wegen befindest du dich gerade, zeigen die Wege unten links. Und die Sense kann auch bedeuten, dass alles so plötzlich, unerwartet kommt. Etwas oder jemand, womit du gar nicht gerechnet hast. Und genau in die Richtung schaust du, das heißt, das ist deine Energie und genau das, was passiert in die nächste Zeit. Was du hinter dir lassen möchtest, das ist ein Kontakt zu einer Frau. Und diese Frau hat dich verletzt, zeigt die Rute und diese Schlange. Weil diese Schlange kann auch eine Frau sein. Aber das ist die Vergangenheit, eine alte Geschichte, zeigt dieser Sarg. Aber zum Glück sind die Mäuse da und die Mäuse helfen, das zum Entfernen. Was dich noch erwartet, vielleicht nicht Monat April,
sondern Anfang Sommer, dass du etwas verschönerst zu Hause oder in familiäre Verbindungen klärt sich etwas auf oder du reinigst dein Haus. Natürlich ist das auch möglich. Was die Sonne und dieses Haus noch bedeuten, ein neues Zuhause im Süden. Und das setzt du in Bewegung und das gelingt dir auch. Muss nichts überstürzen, wird auch nicht Monat April passieren, aber die Richtung stimmt. Und genau in diese Richtung schaust du auch. Das sind die Wege, wo du dich neu orientierst in dein Leben und triffst du wichtigen Entscheidungen. Liebe Arini Diva, so könnte ich Monat April beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.